Dann begrüße ich sehr herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Es geht wieder um Kontrolle und Vertrauen von und durch Algorithmen. Und wir haben gewinnen können eine liebe Kollegin hier aus Frankfurt, die im Kapital- und Wettbewerbsrecht sich mit den Fragestellungen befasst und die in diesem Bereich ausgesprochen ausgewiesen ist. Und sie hat den schönen Titel gewählt: Zahlen lügen nicht. Bevor wir aber das Wort an Katja Langenbucher geben, will ich wenigstens noch ganz kurz sie einmal vorstellen. Sie ist hier Kollegin eben für Wirtschafts- und Bankrecht und als solches eine der wenigen Frauen. Und ich gestatte mir an dieser Stelle einfach auch mal den Hinweis darauf, wie wohltuend es ist, dass sich eine Frau mit diesen Fragestellungen befasst. Und für diejenigen, die das interessiert, sie hat vor einigen Jahren, ich glaube vor dreien oder sowas, ein Interview bei einem Internetportal gegeben, Breaking Through. Da sind auch eine Reihe von anderen Kolleginnen von uns präsent und hat darin einfach auch mal geschildert, wie das so ist, wenn man eine von vier Frauen ist. Mir ist das auch immer nicht so ganz unvertraut in der Digitalisierungsszene. Ist es auch nicht so ganz häufig und das treibt und triggert einen schon ganz schön. Und wenn man sich anschaut, was Katja Langenbucher so alles gemacht hat, dann braucht man von Treiben und Triggern eigentlich nicht mehr sprechen. Am meisten hat mich immer beeindruckt, das habe ich mich nie getraut, dass sie ihre Kinder gleich mitverpflanzt hat, wenn sie an der Sciences Po, an New York war oder an sonstigen Orten. Und das zeigt einfach auch schon die Klasse, die hier ist. Also Katja, wir sind ganz froh und ich bin total gespannt, denn die Anfänge davon, weiß ich noch, da hast du mich zu ganz viel datenschutzrechtlichen Fragen immer gefragt, die alle so waren, da hat sie eigentlich recht, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also insofern bin ich wirklich gespannt auf dieses Produkt jetzt am Ende. Du hast das Wort. Da freue ich mich sehr. Und ich kann es auch nur wiederholen, was Indra gesagt hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mehr Frauen auch in diesem Bereich sich trauen. Ist leider auch in meinem Schwerpunktbereich immer nicht so richtig der Fall. Die Frauen trauen sich immer nicht völlig zu Unrecht. So, das ist jetzt allerdings gar nicht mal nur so Kapitalmarkt und Finanzrecht, sondern das ist wirklich was glaube ich, sehr gut reinpasst in die generelle Reihe. Denn es geht auch um Historic Bias, es geht um Machine Learning und ähnliche Dinge, wenn es auch zugeschnitten ist auf etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen fern wirkt, so wie das Kreditscoring. Ich möchte ganz kurz einführen, erzählen, was das Spannungsverhältnis ist, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Dann erkläre ich auch vielleicht ein bisschen ausführlicher, was Kreditscoring ist, weiß vielleicht nicht jeder so ganz genau und wie sich das ändern könnte, wenn das jetzt algorithmenbasiert funktioniert. Dann komme ich zurück auf den Titel und frage mich, ist das jetzt objektiv oder nicht? Ist es trügerisch oder nicht? Da habe ich ein Beispiel mitgebracht aus den USA zur Finanzierung von diesen Student Loans, die ja dort die meisten Leute leider aufnehmen müssen. Und am Schluss, das finde ich besonders spannend und schön, weil ich beschäftige mich ja tatsächlich seit 3 Jahren mit dem Thema. Und jetzt ist Ende April sozusagen vom Himmel herunter der neue Richtlinienvorschlag der EU gekommen zur vertrauenswürdigen KI. Und siehe da, genau das algorithmenbasierte Credit Scoring findet sich da als High-Risk-Anwendung. Und das erfreut natürlich den Wissenschaftler, wenn seine Dinge dann auch irgendwie in der Politik landen. Also das wollen wir nicht mal durchlesen, sondern nur für den Back of your mind sozusagen zu wissen. Die meisten Banken und Finanzinstitutionen haben Pflichten nach dem Kreditwesengesetz, darüber eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation einzurichten. Und dazu gehört natürlich auch ein ordnungsgemäßes Risikomanagement. Das heißt, wenn ich einen Kredit vergebe, muss ich in der Lage sein, mir vorher angeschaut zu haben, wen habe ich denn da als potenziellen Kreditschuldner. Ist nicht überraschend, aber ist doch schön für uns Juristen, dass es auch eine Norm gibt, die das anordnet. Und das hier ist rauskopiert aus, nicht gerade Wikipedia, aber praktisch schon. Wirtschaftslexikon sieht man da in der Quellenfußnote. Nur um auch kurz uns zu erklären, was ist das überhaupt eine Bonitätsprüfung, wenn ich also als Bank einen Kredit vergebe, dann muss ich mir eben, wie gesagt, überlegen, wird er das vielleicht zurückzahlen können? Wenn nicht, auch das ist wichtig, wenn ich davon ausgehe, dass nicht oder vielleicht nicht ganz, wie hoch muss ich den Zins setzen, damit es sich das für mich noch rechnet? Und da steht auch schon so ein bisschen, es gibt eine Bonitätsprüfung, die schaut sich alle möglichen Dinge an. Qualitativ sind so Dinge wie,
Ich muss das selbst überlegen. Quantitativ, da geht es um Zahlen und damit beschäftigen wir uns. Und da in der Mitte sehen wir auch schon gleich die Schufa. Die wird noch eine große Rolle in dem Vortrag spielen. Und ich sagte ja schon, Einführung Spannungsverhältnis. Das heißt, offensichtlich will ich auf irgendwas raus, dass da zwei Dinge miteinander kämpfen. Und das Spannungsverhältnis, das mir hier vorschwebt, ist einer meiner Lieblingsbücher, dieser Porter, Trust in Numbers, ziemlich alt, aber trotzdem noch super, der sagt, wir müssen gut im Auge behalten, wenn wir Zahlen anschauen. Auf den ersten Blick erscheint das dann immer alles so objektiv und da gibt es nichts zu deuteln und das sind die Naturwissenschaften und sowas. Wenn man dann aber ein bisschen näher hinschaut, dann sind die Dinge häufig anders, als sie ausschauen und nicht ganz so objektiv, wie sie auf den ersten Blick wirken. Und ich habe jetzt hier ein paar gehighlightet aus diesem Buch, dass er sagt, naja, diese Quantifizierung der Dinge und später im Ringvorlesung werden wir dazu auch nochmal gesehen einen Vortrag hören, da hat es eigentlich mit Distanz zu tun. Es geht um Dinge, die ich nicht genau beurteilen kann und dann habe ich sozusagen wie beim Credit Scoring aus dem Bauch raus die Vorstellung, naja, der sieht so und so aus und den kenne ich auch gar nicht und womöglich hat er noch eine andere Hautfarbe als ich, dann war ich mal nicht. Und dann haben wir hier, was er eben sagt, Struggle Against Subjectivity. Und dann liegt es irgendwie nahe zu sagen, Mensch, wenn ich da Zahlen habe, die mir das Ganze sagen, ist doch alles viel einfacher. Und hier unten taucht dann auch schon der Bias auf, mit dem wir uns später auseinandersetzen werden. Und ganz schön gefällt mir auch das, Quantification is a way of making decisions without seeming to decide. Das ist genau diese Art, ich schiebe es jemand anders zu. Ja, die Zahl macht für mich praktisch die Entscheidung, da bin ich auch nicht schuld. So, das war aber nur dieses Spannungsverhältnis, Zahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Überlegung, sind die wirklich so aussagekräftig wie dieser Eindruck auf den ersten Blick oder ist es eben eine trügerische Objektivität? Jetzt möchte ich ein bisschen erzählen, was ist das überhaupt, Credit Scoring? Ganz ursprünglich, das ist so ein bisschen das Bildchen da oben rechts in Schwarz und Weiß, wir stellen es uns in den 50er Jahren vor. Man sagt immer auf der Basis qualitativer und quantitativer Daten und das klingt auch schon wieder so gut und objektiv und überzeugend. Man muss aber immer genauer hinschauen, die qualitativen Daten sind dann eben durchaus auch solche Dinge wie, kenne ich den von der Kirche vielleicht oder ist er ordentlich angezogen oder ist die verheiratet und so weiter und so weiter. Quantitative Daten waren dann in den 50er Jahren, und zwar egal ob in den USA oder bei uns hauptsächlich, die Frage, was hat der überhaupt vielleicht an Vermögen oder an zu erwartenden Einkommen und möglicherweise zusätzlich noch, das macht die Schufa ja heute, hat er seine Rechnungen in der Vergangenheit immer gut bezahlt. Naja, seit den 50er Jahren heißt es da im nächsten Bullet Point sind etwas ausgefeiltere statistische Verfahren eingeführt worden und die Grundidee ist natürlich ganz einfach. Die Grundidee ist, da steht einer vor mir, der will einen Kredit. Ich weiß nicht, ob er ihn zurückzahlt. Jetzt möchte ich irgendwie eine Vorhersage darüber machen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er ihn ganz oder teilweise zurückzahlt. Und auf dieser Basis kann ich dann für mich berechnen, gebe ich ihm den Kredit überhaupt? Und wenn ja, zu welchem Preis, also zu welchem Zinssatz? So, und je schöner die statistischen Verfahren, desto besser. Frage ist jetzt, wie kommen wir da auf so eine Wahrscheinlichkeitsbeurteilung, dass ich sagen kann, der wird wahrscheinlich oder der wird wahrscheinlich nicht zurückzahlen. Naja, und die Schufa, wie gesagt, die sehen wir hier schon rechts unten im Bild. Die Schufa schaut sich an, was hat der denn in der Vergangenheit bezahlt bzw. nicht bezahlt? Das ist mal so ein Datenpunkt. Und dann versucht sie Korrelationen herzustellen zwischen diesem bezahlt haben und der Wahrscheinlichkeit, dass er auch jetzt wieder zurückzahlen wird. Das ist eine Möglichkeit, Statistik einzusetzen, eine ganz einfache Basisdenke sozusagen. Da sehen wir dann auch schon im letzten Bullet Point. Heute, das ist das, was typischerweise in Deutschland und auch in den USA alle Banken machen, die Kreditwürdigkeitsprüfung auf jeden Fall für Konsumentenkredite auf der Basis einer praktisch Liste, ja, einer festen Anzahl von Variablen, zum Beispiel verfügbares Einkommen oder eben zurückliegende Kreditereignisse, soll heißen, hat er mal einen Kredit bezahlt oder eben auch nicht bezahlt?
Und dann gibt es so eine Art Note, nicht? Das können Sie selber, wenn Sie sich da bei der Schufa einloggen, auch abfragen. Was habe ich denn für eine Note bei der Schufa? Was ist denn über mich gesammelt worden? Und das schaut sich eine Bank an und vermischt es so ein bisschen noch mit eigenen Unterlagen und zack, entscheidet sie über den Kredit. Und ähnlich ist es, wie gesagt, auch in den USA und in vielen, übrigens aber nicht allen Ländern. Das Neue, und darüber wollen wir jetzt heute reden, ist eben dieses algorithmenbasierte Scoring. Das sind im Wesentlichen bislang Internet-Startups, die sich mit Konsumentenkrediten, also kleinen Krediten, beschäftigen. Wodurch unterscheidet sich jetzt dieses neue Scoring von dem, was wir als Schufa-Scoring kennen? Das heißt, von im Wesentlichen anschauen nicht bezahlter Rechnungen, Gewichten dieser Dinge, vermischen, das macht die Schufa, erzählt uns aber nicht so richtig wie, vermischen noch mit anderen Input und Note ausspucken. Ich habe jetzt hier geschrieben, das unterscheidet sich mit Blick auf zweierlei, nämlich sowohl auf die Daten als auch auf die Methode. Die Daten, da kommt die Indra ins Spiel, sind natürlich wenig überraschend im Zeitalter sozusagen des digitalen Fußabdrucks unglaublich gewachsen. Ja? Und dadurch sind eben so Start-up-Ideen entstanden, die gesagt haben, Mensch, das könnten wir doch mal alles ganz anders machen. Browserverläufe sind dann noch das wenig Überraschendste. Einkaufsverhalten kriegen Sie natürlich auch raus, wenn Sie mal gucken, wo der Mensch so unterwegs ist im Internet. Ort des verwendeten Internetzugangs, das schockiert dann vor allem Amerikaner, weil es dort Gesetze gibt, die darauf basieren, dass in vielen amerikanischen, insbesondere Großstädten, Zoning Laws in Kraft sind und sozusagen man abgrenzen kann, naja, da wohnen typischerweise Schwarze oder da wohnen typischerweise Hispanics oder da wohnen typischerweise Reiche, Weiße. Und das zu verhindern, dass man darauf guckt, dafür gibt es extra Gesetze in den USA und dann sehen Sie schon, wenn hier steht Ort des verwendeten Internetzugangs, da steckt schon ein Fragezeichen dahinter. Oh je, vielleicht können ja diese, nennt man Redlining-Gesetze, umgangen werden mit sowas. So, Tippfehler in SMS, Musikgeschmack, Textfonds auf dem verwendeten Gerät, kann ich zu allem Geschichten erzählen nachher in der Diskussion oder eben sowas Absurdes wie die Batterieladung meines Geräts. So, Methode, wie funktioniert dieses Scoring überhaupt? Auch nicht so viel anders als das Schufa-Scoring. Wir nehmen Daten, entweder alle oder wenige oder viele Teile davon und machen wieder Korrelationen. Im Regelfall natürlich Kreditausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt wieder die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Mensch mir meinen Kredit voll oder wenigstens teilweise wird zurückzahlen können. Nur mache ich die Korrelation jetzt nicht mehr zwischen liegen gebliebenen Handwerkerrechnungen und Kreditausfallwahrscheinlichkeit, sondern zwischen so Dingen wie hört nur Rap und zahlt nichts oder lädt sein iPhone nie und zahlt nicht. Ja, das heißt, die Idee dahinter bleibt gleich, aber das Datenmaterial, das man verwendet, wird ganz anders. So, das ist natürlich die Lieblingsfolie jedes Juristen. Wie funktioniert sowas überhaupt für die, die das interessiert? Nennt sich lineare Regressionsanalyse. Ich habe mich da auch eindenken müssen, zum Glück einen Sohn, der Mathe studieren will. Wenn man sich das hier vorstellt, gibt es lauter Reihen. Ja? Zack, 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 eins nach dem anderen. Jede Reihe ist eine Person. Hier finden sich alle Output-Variablen. Zum Beispiel, was wird der wohl für ein künftiges Einkommen haben? Denn wir gehen davon aus, wenn das künftige Einkommen hoch ist, dann ist das schon mal ganz gut. Die blauen hier sind die sogenannten Input-Variablen. Eben zum Beispiel Musikgeschmack. Oder zum Beispiel, das behalten wir im Kopf, weil ich dazu nachher ein Beispiel habe, Universitätsabschluss. Auf welcher Uni war der? Und das ist, was dann der Algorithmus hauptsächlich macht, die Gewichtung jeder von diesen Input-Variablen mit Blick auf den Output, da fehlt das T. Zum Beispiel, Universitätsabschluss ist sehr wichtig, Musikgeschmack ist mittelgewichtig und da, das leistet also sozusagen dieser Algorithmus, ja, das Beta Zero, wenn Sie vergessen. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Thema des Vortrags. Ja, jetzt haben wir den Hintergrund eigentlich schon im Kopf. Jetzt fragen wir uns, was ist jetzt eigentlich hier oder was könnte jetzt eigentlich objektiv sein und könnte oder könnte das nicht trügerisch objektiv sein? Diesen Titel haben wir ja hier gewählt.
Auf den ersten Blick ist das doch eine gute Sache. So ähnlich bin ich ja eingestiegen. Wir stellen uns vor, wir sind eine Bank. Wir haben ganz viele Bankmitarbeiter, die alle damit beschäftigt sind, Kredite zu vergeben. Die wissen natürlich nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Mensch, der vor ihnen sitzt, den Kredit auch tatsächlich zurückzahlen wird. Je besser wir den Menschen damit helfen können, diese Einschätzung zu machen, desto objektiver kann man ja sagen. Das heißt, je besser wir die Vorhersagewahrscheinlichkeit erhöhen können, desto eher werden wir als Bank jawohl schreien sozusagen, ja, und sagen, alles, was in die Richtung geht, finde ich gut, mache ich, will ich. Dazu kommen noch zwei, sagen wir mal, Fußnoten, die bei dem Bankenbeispiel anders, als wenn wir jetzt zum Beispiel über Kriminalstrafen reden oder über Housing oder über welches andere Scoring auch immer, im Kopf zu behalten sind. Die Bank ist einmal, wenn Sie so wollen, Sie selbst als juristische Person. Die Bank ist aber natürlich ein Verband. Das heißt, dahinter, wenn wir nachher so Waagschalen uns überlegen werden, dahinter stehen noch die Aktionäre der Bank. Dahinter stehen, je nachdem, welcher Theorie man da anhängt, auch die sogenannten Stakeholder der Bank. Die Bank hat ja auch noch Gläubiger, ne? Die Bank ist für allerlei Arbeitnehmer und. Hat also noch einen anderen Interessenpool hinter sich. Und als viertes und letztes, die Bank ist, je nachdem wie groß sie ist, auch ein Element in der sogenannten Systemstabilität, ja, im Gesamtmakrobild sozusagen. Aus der Finanzkrise haben wir da ja traurigerweise Anschauungsmaterial bekommen, wenn Sie so wollen, was passiert, wenn Löcher oder Probleme in dieser Finanzstabilität auftauchen. Das heißt, hinter diesem ersten Bullet Point versteckt sich allerlei. Da versteckt sich, dass wir eine Vorhersagewahrscheinlichkeit prinzipiell gut finden. Wir erinnern uns an die KWG-Norm eingangs. Und dahinter versteckt sich auch, dass das Interesse, das wir hier in die Waagschale werfen müssen, gerade bei Finanzinstitutionen, sehr viele Facetten hat. Die Bank, die Aktionäre, die Gläubiger, die Finanzstabilität als Makro insgesamt. Deswegen immer, wenn ich dazu einen Vortrag halte, starrt mir dieser ganze Interessenpool entsetzt entgegen, wenn ich zu dem komme, was ich jetzt aufklappen möchte oder mit Ihnen besprechen möchte. Ist es wirklich so objektiv, wie es daherkommt, sagen wir mal so. Ich bin immer sehr beeindruckt von der Objektivität von Naturwissenschaften. Die Mathe ist ja nun keine Naturwissenschaft, aber doch auch irgendwie scheint sie so wahr und ehrlich zu sein. Das heißt, ist es so objektiv, wie es scheint, oder ist es eben trügerisch? Die Punkte hier sind nicht alles, sind einzelne Fragen, aber die man sich mal kurz sozusagen vorstellen kann, bevor wir dann in Detailarbeit an einem Beispiel gehen. Diese Korrelation, die ich Ihnen gerade erklärt habe, das heißt das Zusammensammeln einzelner Datenpunkte und das in Bezug setzen zur Frage, wird der zurückzahlen oder nicht? Das hat notwendigerweise mit dem derzeit verfügbaren Datenmaterial zu tun. Ich kann da nur reinfüttern, was ich jetzt und heute finden kann, ist ja klar. Ich kann nur den jetzt vorhandenen Musikgeschmack abfragen. Ich kann nur schauen, wo der bis heute unterwegs war im Einkaufsverhalten und so weiter. Ist ganz klar. Da steckt aber ein Problem drin, das Sie sicherlich im Verlauf dieser Vorlesung schon hier und da gehört und angesprochen haben, der sogenannte Historic Bias. Wenn nämlich das Datenmaterial an einem, ja, ich will nicht sagen Fehler, aber an einem Problem leidet, das dadurch zu erklären ist, dass in der Vergangenheit bestimmte Gruppen diskriminiert wurden beispielsweise, dann führt das in unserem Credit Scoring Problem wozu? Ein ganz einfaches, klar verständliches Beispiel ist, wenn wir mal annehmen wollen, Frauen durften gar nicht arbeiten in einem bestimmten Zeitraum. Ja, so genau so ist es nicht, aber schwarz-weiß, um es zu erklären.
das Datenmaterial, was wir dann haben und in unseren Algorithmus hineinfüttern, wird natürlich einer Frau, also Datenpunkt weiblich, so eine Art Abschlag geben. Ja, denn wenn eine Frau gar nicht arbeiten kann, kann sie kein eigenes Einkommen generieren, dann ist die Korrelation schon mal schlecht. Dann bleiben vielleicht noch ein paar reiche Erbinnen übrig, aber das ist nicht so richtig toll. So, warum ist das wichtig? Weil dieser, ich will nicht sagen Fehler, aber dieses Problem steckt in dem Datenmaterial. Wenn wir jetzt in diesem theoretischen Schwarz- und Weiß-Beispiel annehmen wollen, dass eines schönen Tages das Verbot für Frauen zu arbeiten aufgehoben wird, dann stimmt es ja sozusagen nicht mehr. Ja? Dann sollte ja eigentlich die Note jetzt irgendwie korrigiert werden. Weil stimmt schon, bislang konnten die Frauen kein Einkommen generieren und waren deswegen schlechte Kreditnehmer. Aber jetzt ändert sich das ja. Und da sehen wir schon, okay, da steckt irgendwie ein Problem drin. Und das ist jetzt das Schwarz- und Weiß-Beispiel mit den Frauen. Insbesondere in den USA wird sehr viel diskutiert, dasselbe Beispiel mit Race. Das heißt, die Schwarzen dürfen natürlich seit gewisser Zeit, ja auch, wie wir wissen, nicht schon immer, arbeiten. Aber noch immer ist das nicht so ohne weiteres, dass sie bei sonst gleicher Ausbildung, auch dazu werden wir ein Beispiel sehen, auch gleich viel Einkommen generieren können. Da wird das Problem dann komplizierter. Da steckt nämlich das Historic Bias drin. Dann hat sich auch was geändert, wenn Sie so wollen. Aber vielleicht ist trotzdem noch ein Teil davon richtig. Ja, denn der Schwarze durfte vielleicht irgendwann mal gar nicht arbeiten. Dann kamen im Verlauf von allen möglichen Gesetzen wenigstens bessere Möglichkeiten und Zugang zu Beruf. Aber noch immer ist bei statistischer Betrachtung die Wahrscheinlichkeit des Schwarzen, ein gleich hohes Einkommen zu generieren wie der Weiße in vergleichbarer Situation, geringer. Das heißt, wir haben einmal das Beispiel Historic Bias, ist schlicht und einfach jetzt falsch. Und wir haben zum anderen das Beispiel Historic Bias ist so halb falsch. Das steckt beides hinter diesem Problem Historic Bias und der Frage, wie objektiv ist das eigentlich? Im ersten Fall, Frau darf jetzt noch arbeiten, sehen wir, da ist es bestimmt eine trügerische Objektivität, denn da stimmt sie nicht mehr, da wollen wir gerne ran und korrigieren. Im zweiten Beispiel wird es schon komplizierter, weil wir nicht so genau wissen, wie viel von der Diskriminierung ist eigentlich noch übrig. Im nächsten Punkt enthält unter Umständen stark korrelierende Variablen. Das muss man sich auch einmal ganz kurz klar machen. Besonders beeindruckend kommen diese Scores und die Firmen, die das vermarkten, daher, wenn sie sagen, wir haben einen Datenpool von 10.000 Variablen zum Beispiel. Ja, und die Variablen, die ich Ihnen da hergezählt habe, am Anfang Musikgeschmack und iPhone-Laden und Browserverlauf und Zahlen bei Amazon oder sowas, das sind natürlich, wenn man es anschaut, echt viele Variablen. Ja? Wenn man die durchzählt, kann schon sein, dass da 10.000 rauskommen, nur wenn man jetzt wieder genauer hinguckt, was sagt mir das eigentlich? Und da muss man sich fragen, wie viel bringt sozusagen jede neue Variable? In den Naturwissenschaften, in reinen echten Naturwissenschaften sozusagen, bringen die oftmals viel, wenn sie nicht miteinander korrelieren. Ja, wenn ich sozusagen unabhängige Variablen, die nichts miteinander zu tun haben, je mehr solche unabhängigen Variablen ich reinfüttern kann, desto interessanter ist das Endergebnis. Wenn die jetzt aber alle miteinander zusammenhängen, dann bringt es letztlich nichts. Ja, weil dann füttere ich zwar ganz viele neue Variablen rein, aber der zusätzliche Gewinn an Erkenntnis ist ganz gering, weil die eine Variable mit der anderen korreliert. Das heißt, im Prinzip kommt unterm Strich nicht mehr Information raus. Also auch insofern vielleicht nicht ganz so objektiv, wie wir zunächst gedacht haben. Nächster Bullet Point ist mal so eine allgemeine wissenschaftstheoretische Fragestellung. Wie weit kann uns eigentlich gerade in so einer Sache, also ich will nicht sagen Geisteswissenschaften, da würden sich wahrscheinlich die Ökonomen beschweren, aber irgendwo sind es halt zumindest Sozialwissenschaften, jedenfalls keine Naturwissenschaften. Wie weit kann uns da eigentlich so ein Instrument wie die lineare Regression, also diese schreckliche Mathe-Slide von vorhin, tatsächlich helfen? Denn
je mehr sich Dinge isolieren lassen, so ähnlich wie die Geschichte gerade mit den korrelierenden Variablen, desto eher trinkt diese lineare Regression auch tatsächlich was. Und womöglich können wir es dann nachher auch durch Experimente nochmal gegentesten. Beide Dinge sind im Bereich der Sozialwissenschaften viel schwieriger. Ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Kredit? Ist es tatsächlich so, dass wenn ich ihm gegeben hätte oder nicht gegeben hätte, nur die Variablen, die ich angeguckt habe, nur der Musikgeschmack oder der Universitätsabschluss oder die Freunde auf Facebook oder das Laden der Batterie, dass das sozusagen entscheidend war? So wie vielleicht in der Medizin der Zusammenhang zwischen zwei Dingen. Oder ist es vielleicht nicht viel mehr so, dass die unendliche Masse an kontextbezogenen Einflüssen, die wir eben sozusagen in der wahren Welt am Hals haben, so wichtig ist, dass die Objektivität eben doch wieder eine trügerische Objektivität wird. Dass wir eben doch nicht genau wissen, wie gut diese Korrelation ist, die uns die Maschine hier ausspuckt. Ganz unabhängig davon, dass man in diesem Beispiel, wie gesagt, die lineare Regression zusammen zugrunde gelegt hätte. Auch das nochmal eine extra Fragestellung. Aber wie gut ist die eigentlich? Und das ist auch der Punkt Überprüfbarkeit durch Experimente. Auch die ist in dieser Welt der Sozialwissenschaft, der echten Welt, in der man eben Kredite vergeben muss und sich um deren Rückzahlung bemühen, die ist da auch gering. Ja, ganz klar, wenn Sie wieder an die Medizin denken, zwei Ratten in zwei verschiedene Käfige stecken, beide sind krank, beide, eine kriegt die Medizin, die andere nicht. Das ist ein schönes, gut isolierbares Experiment mit Treatment Group und Control Group. Das kriegen Sie in der echten Welt so nie hin. Sie werden nie zwei identische Leute in identischen Umständen, mit identischem Leben sozusagen, der eine kriegt den Kredit und der andere nicht, das funktioniert so nicht. Ja, das heißt, die Überprüfbarkeit geht entweder auf riesige Zahlen zurück, um eine ähnlich gute Erkenntnis generieren zu können, oder sie modelliert theoretisch. Aber Sie sehen schon, im Vergleich zu den Ratten ist das weniger gut dann letzten Endes doch. Ja? Wir fragen uns ja immer, Objektivität, wie objektiv ist es wirklich? Letzter Punkt, und der ist ganz praktisch. Im Moment gibt es da auch kaum Qualitätskontrolle, schlicht und einfach. Ja? Es gibt keine Datenkontrolle, es gibt keine Kontrolle der eingesetzten Modelle. Aus diesem Grund, damit werden wir dann ja nachher enden, beschäftigt sich jetzt die EU überhaupt damit. Und was wir im Kopf behalten müssen, warum gibt es dieses Slide hier überhaupt, was ich hier Accuracy, Fairness, Trade-off Problem genannt habe. Ich sagte Ihnen ja vorher, wir müssen den ganzen Interessenpool im Kopf behalten, Bank, Aktionäre, Gläubiger, Stakeholder und Makrofinanzstabilität. Alle die werden sagen, alles schön und gut, aber wir brauchen hier eine akkurate, korrekte Vorhersage. Und das Argument, das ich Ihnen vortragen möchte, dass wir gewisse Abstriche mit Blick auf Fairness machen werden müssen, das muss sich durchsetzen sozusagen gegen diese Accuracy-Betrachtung. Ja? Und das ist diese Überlegung, geht es tatsächlich darum, dass wir einen Trade-off machen müssen? Das ist nicht immer schlecht. Je größer der Interessenpool, desto mehr Leute leiden ja dann, wenn wir einen solchen Trade-off machen müssen. Ja? Oder nicht. Und ein Teil des oder nicht ist, dass ich hier gesagt habe, Kinder, ganz so schlimm ist es eh nicht mit der Accuracy, denn Teile davon sind trügerisch und das würde uns dann vielleicht erlauben zu sagen, der Trade-off ist nicht zwischen, du bekommst die beste Bewertung des potenziellen Kreditnehmers oder du musst ihn eben an Bord nehmen, nur weil irgendwelche Leute dir sagen, das ist gerecht, sondern schon bei der Accuracy ist dies und das trügerisch, stecken dieses und jenes Problem drin, sodass der Trade-off, den man auf den ersten Blick meint, machen zu müssen, kein so krasser Trade-off, sagen wir mal so, ist, wie es scheint. Ja, und da komme ich jetzt zu einem Beispiel, um das Ganze ein bisschen anschaulicher vielleicht zu machen. Upstart ist ein Startup, was es gibt. Es kommt aus den USA. Dort ist einfach momentan da, ich will so mal sagen, am meisten los oder sowas. Und Sie sehen schon, wie sympathisch und nett
der dann hier rüberkommt, wird natürlich eine Minority genommen und sagt, guck mal, wer bist du schon, was nicht so einen tollen Credit Score, vielleicht fällst du da durch die Ritzen bei dem, was die sozusagen amerikanische Schufa da abfragt, aber das macht alles nichts. The traditional ones leave people behind. We use artificial intelligence to expand access. Ja, und reasonably priced credit wird alles ganz toll. Dazu kommen wir nachher gleich nochmal. Das ist das Versprechen der Inklusion. Ja? Das Versprechen, dass dieses artificial intelligence besser wird als alles vorher. So. Und diese Upstarts haben sich bemüht um so eine Art, ja, Vorab-Auskunft, das kennt man vielleicht am allerersten aus dem Steuerrecht, dass sie sozusagen zur zuständigen amerikanischen Aufsichtsbehörde hingegangen sind, dem sogenannten Consumer Financial Protection Bureau, und gesagt haben, hey, wir haben Angst, dass da ein bisschen Diskriminierung drinstecken könnte sein, aber wir hätten gern die Zulassung mal so vorab, und das haben sie bekommen. Und also das nur für den Hinterkopf, bei uns gibt es diese Art Behörde so nicht. Das hier ist jetzt rauskopiert. Sie erkennen da wieder Redlining, ja, aber hier mit Blick auf Educational. Hier soll der Punkt gemacht werden, dass tatsächlich in diesem freundlich aussehenden Upstart sich eine Diskriminierung versteckt. Wie ist diese Studie durchgeführt worden? Die Leute haben sozusagen ein Fake-Profil erstellt, immer mit einem Typen, Sie sehen es da oben, Major in Computer Science, immer mit jemand, der einen Beruf hatte als Financial Analyst und immer mit einem Jahreseinkommen von $50.000. Der einzige Unterschied war, dass die Fake-Person Nummer 1 an New York University ist, also eine ganz, ja, eine der Elite-Unis, alles prima, durchmischt es bis wahrscheinlich im Verhältnis zur Bevölkerung überwiegend weißes Publikum. Howard University kennt man inzwischen, seit man die Vizepräsidentin kennt, also eine überwiegend schwarze Elite-Universität. In Klammer, nicht nur Elite-Universität, vermutlich von den Aufnahmechancen schärfer als New York University. Und selbst wenn Sie das, sowas komme ich wieder gar nicht, aber das haben amerikanische Studenten mir dann gleich an den Kopf geworfen, zu Recht, wenn man sich die Dinge anschaut. Selbst wenn man darauf guckt, wie reich sind die Studenten, kann man natürlich sagen, okay, New York University, viele von denen müssen in New York leben. Das heißt, da ist auch nochmal ein Filter drin, den man vielleicht nicht sieht, wenn man auf Credit Scoring guckt. Aber Howard ist eben auch näher von Washington, also auch in einer teuren Gegend. So anders als New Mexico State University, das ist eine überwiegend von Hispanics besuchte Universität, die aber, wenn man sie im Ranking anguckt, unter den beiden steht und eben auch in den Lebenshaltungskosten, wenn man die noch mit hineinziehen würde wollen, auch wesentlich preiswerter daherkommt, dort zu leben, als die beiden. Sie sehen jetzt, den billigsten Kredit hat der New York University Absolvent bekommen, aber den zweitbilligsten hat der New Mexico State University Absolvent bekommen, obwohl vom Ranking her die Universität schlechter ist als Howard. Und selbst wenn man auf Lebenshaltungskosten gucken würde, ist sie auch, wenn Sie so wollen, weniger Aussagekraft hat, weil es preiswerter ist, dort zu leben als hier. Das ist also dieses Diskriminierungsproblem, was in diesem Datenmaterial, wenn Sie sich so wollen, sich versteckt. Natürlich sagt Upstart, das wissen wir gar nicht, ob die Leute schwarz sind, das fragen wir auch gar nicht ab. Ja? Aber wie man dann sieht mit diesem Test, wenn man so will, den die da durchgeführt haben, kommt eben unterm Strich doch eine Diskriminierung raus, und wir können nachher darüber streiten, ob das wirklich eine Diskriminierung ist im juristischen Sinne und ökonomischen Sinne und so weiter. Es kommt zumindest eine Andersbehandlung, eine Ungleichbehandlung raus, weswegen natürlich Upstart nicht blöd auch diese Frage gestellt hat, aber die Genehmigung bekommen hat. Vielleicht sage ich das sogar zuerst, dann springe ich gleich nochmal zurück. Da kommen wir zu diesem Inclusive Scoring. Man kann sich ja jetzt fragen, wieso haben die eigentlich die Genehmigung bekommen? Ist doch eine klare Diskriminierung, würden Sie mir auf der Basis dieser Folie gerade eben sagen. Und jetzt wird es wieder komplizierter. Diese Folie zeigt
um wie viel sich diese aufgeführten Gruppen, also White, bla 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 bla, verbessert haben, theoretisch nur verschlechtert, weil Sie sehen, die haben sich alle verbessert, gegenüber dem alten, normalen Modell auf der Basis der amerikanischen Schufa. Und Sie sehen, es hat sich jeder verbessert. Ja? Jede einzelne Gruppe steht nachher besser. Die Weißen kriegen um 10% mehr Kredit auf der Basis dieses neuen Scoring, die African American auch um 10%, Hispanic und so weiter und so weiter. Sie sehen allerdings auch, das ist eigentlich die interessanteste Spalte hier, dass im Verhältnis, also runtergebrochen auf die Zahlen, dann doch nicht alle gleich viel sozusagen profitieren. Ja? Dass es da Unterschiede gibt zwischen den Impact Ratios und dann, wie stark sich die Approval, also das Gewähren des Kredits letztlich verändert hat. Und da sehen Sie also, naja, die hier verändern sich um schon ein ordentliches Prozent, muss man mal sagen. Hier ist es schon geringer. Die verändern sich kaum. Na, und andere ist dann irgendwas. Das heißt, Upstart hat bei der Behörde das Argument gemacht, schaut mal, es stehen nachher alle besser. Ja, was wollt ihr eigentlich? Es stehen nachher alle besser. Das kann doch keine Diskriminierung sein. Und deswegen jetzt hier noch kurz die ich gerade übersprungen bin. Man könnte sich ja eigentlich fragen, Mensch, ist doch eh alles Mathe und berechenbar und steuerbar mit diesem Algorithmus. Warum nehmen wir nicht einfach die problematischen Variablen raus? Dann hätten wir doch das Problem gelöst. Ja? Und so einfach ist das Leben leider auch wieder nicht. Warum ist es nicht so einfach? Um eine solche Variable rauszuziehen, muss man sinnvollerweise diesen Datensatz, also die Masse an Variablen, erstmal aufteilen. Nämlich einmal die Variable selber, die muss natürlich raus, die Variable Race, also hier unten haben wir da X Race. So, und dann muss man aber sinnvollerweise natürlich auch noch rausziehen, diejenigen Variablen, die mit Race korreliert sind. In unserem Beispiel gerade Howard University, die eben eine Black University ist. Ja, weil wenn ich natürlich Race rausnehme, aber ich lasse Universität drin, dann habe ich nicht so richtig viel gewonnen, wenn es im Ergebnis darauf ankommt, die Diskriminierung zu minimieren. Das heißt, ich habe also den Datensatz aufgeteilt, rausgezogen alles, was Rasse ist, rausgezogen auch das, was mit Rasse korreliert. Und dann bleibt mir also übrig ein Datensatz an Variablen, die eben nicht mit Rasse korrelieren. Ja, und das Problem ist dann jedenfalls in den USA, da gibt es schon Untersuchungen dazu, stellt man fest, das ist so, was immer wieder zitiert wird, nearly all variables correlate with race. Das heißt, egal worauf wir schauen, es gibt in den USA, bei uns wird sich das wahrscheinlich empirisch etwas anders darstellen, aber dort lässt sich fast alles in einen Korrelationszusammenhang mit Rasse bringen. Das heißt, was übrig bleibt, ist dann meistens gar nicht mal so informativ. Und beschränkt man sich darauf, dann bringt einem im Grunde dieser ganze Algorithmus nichts. So, und damit sind wir schon beim letzten Punkt angelangt, nämlich diesem richtigen Vorschlag, den ich gerade schon erwähnt habe. Das hier möchte ich nur sagen, dass es das gibt als Slide und wir können ganz gerne in der Diskussion nachher darauf zurückkommen. Hier habe ich gegenübergestellt, weil ich sagte ja vorhin, ist das wirklich eine Diskriminierung oder ist das keine Diskriminierung? Auf welcher Basis kann man das diskutieren und auf welcher Basis kann man das möglicherweise rechtfertigen? Üblicherweise halte ich mich mit dem Slide lange auf, aber ich finde es jetzt, wo wir den richtigen Vorschlag auf dem Tisch liegen haben, viel spannender, wenn wir die restlichen paar Minuten noch damit verbringen. Denn wie gesagt, das gibt es leider nur auf Englisch. Also ich habe gesucht und gesucht, es ist noch nicht übersetzt. Aber also macht nichts. Es ist eben, wie gesagt, der Richtlinienvorschlag für eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Das kommt aus dem Erwägungsgrund. Sie sehen da zu meiner großen Freude, dass sich eben diese Kreditscores finden, ausdrücklich angesprochen. Ja, also AI Systems Evaluate the Credit Score or Credit Worthiness. Nicht alle haben nämlich so ein Scoring-System, Frankreich zum Beispiel nicht. Should be classified as high risk.
Und dann fragt man sich so gleich, werden wir uns auch gleich anschauen, was das heißt. Aber bevor wir es uns anschauen, noch hier der Grund davor, genau das, ja. Warum ist das überhaupt als High Risk eingeordnet worden? Naja, weil sie das Potenzial haben zu diskriminieren. Und diesen Historic Bias erinnern wir uns ja vorher dran an die zwei Beispiele, die ich gebildet habe. Einmal die Frau, die plötzlich doch arbeiten darf, der Schwarze, der erstens auch arbeiten darf, aber vielleicht auch heute noch diskriminiert wird. Ja? Also die Frage, inwieweit werden da vielleicht historische Muster sozusagen festgeschrieben? Ja? Und das möchte die EU verhindern. Und aus diesem Grund hat sie eben diese Art Scoring als High Risk einsortiert. Was heißt jetzt High Risk? Der EU schwebt diese Art Struktur vor. Es gibt eine Spitze, die wird von vornherein sozusagen abgeschnitten. Das wollen wir gar nicht. Das ist das Social Scoring, was man so aus China und sowas aus der Presse kennt. Gar nicht. Prohibited. Und dann kommt aber bereits High Risk. Ja, zum Beispiel bei Einstellungsentscheidungen, zum Beispiel im Bereich der Medizin und eben auch, wie wir jetzt gesehen haben, bei diesem Credit Score. Und das ist zwar im Prinzip erlaubt, aber es gibt bestimmte Compliance-Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Und das Modell, das Ding, was ich benutze praktisch, also mein Credit Score-System, muss erst mal überprüft werden und auf Konformität mit der Regulierung sozusagen abgecheckt. Man darf sich das vorstellen, was sich die EU da ausgedacht hat, wie so eine Art Produktkontrolle. Ja, es gibt praktisch die Überprüfung, okay, wenn ich ein Fahrrad herstelle, das ist irgendwie neu, dann muss es bestimmte Regeln einhalten. Und das wird geprüft und erst dann darf es raus. Das ist die Denke. Also eine wirklich, sagen wir mal, innovative, es ist ja so neu, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halte, aber ich finde es eine sehr spannende, interessante Herangehensweise zu sagen, wir regeln das nicht von der Seite Diskriminierung her und machen uns Gedanken über all die schwierigen Fragen, die auf dem Diskriminierungsslide von eben zu sehen waren, sondern wir machen da so eine Art Produktkontrollansatz. Wir schauen uns an, wollen wir diese Geschichte und wenn ja, über welche Hürden muss sie springen? Ein paar von diesen Hürden habe ich hier im Überblick, es sind Seiten und Seiten und nochmal drei Annexe. Was wird so etwa verlangt? Was so etwa verlangt wird, bevor man ein solches AI-Scoring-System einsetzen darf, sind bestimmte Voraussetzungen an das Risikomanagement, sind bestimmte Qualitätsanforderungen an Datenmaterial. Das ist das, was ich oben, Sie erinnern sich vielleicht auf dem Slide gesagt hatte, in der Praxis gibt es das im Moment noch nicht. Jeder, der Lust hat, kann so eine Plattform bauen und kann da so einen Score auswerfen. Ja? Das heißt, das soll reguliert werden. Und dann auch der ganz breite Begriff Data Governance, was man sich hier überlegen muss, die EU kommt top down. Das heißt, das, was sie hier an was wird verlangt Liste uns aufschreibt, das gilt dann für alles. Das gilt dann für Kriminalbereich, das gilt dann eben für Medizin, das gilt dann für Einstellung und das gilt dann eben auch für Credit Scoring. Ja? Das ist auch natürlich in sich selbst ein bisschen kompliziert, aber Data Governance muss man dann eben gucken, was könnte denn zu meinem Bereich am besten passen. Als nächstes wird eine bestimmte technische Dokumentation und Aufzeichnung verlangt. Auch das macht natürlich Sinn. Ebenso naheliegend ist Record Keeping. Das heißt, ich muss immer in der Lage sein zu vergleichen, was habe ich das letzte Mal gemacht und was ist mir davon jetzt übrig geblieben. Interessant und gut, Transparenz und Information. Da denke ich auch wieder an Infra und das Datenschutzrecht, denn auch da spielt das natürlich eine Rolle. Und auch da gibt es dieselben Fragen, nämlich wie kann ich eigentlich informieren? Und was kann Transparenz? Denn sehr häufig hängen diese genauen Berechnungen des Scores ja mit unglaublich komplizierten Rechnungen und Gewichtungen zusammen. Das ist schon bei der Schufa, die auf der Basis letztlich vereinfacht gesagt unbezahlter Rechnungen den Score ausrechnet, schwierig und kompliziert. Und nach einer bekannten BGH-Entscheidung, im Übrigen auch vom Geschäftsgeheimnis gedeckt, muss die also gar nicht ausgeben, die Schufa. Deswegen hier die Frage, wie weit kann eigentlich Transparenz gehen und was bringt es mir eigentlich, wenn jetzt im theoretischen Fall dieser Scorer mir sagt, ja, hier ist mein Quellcode, kannst du mal reinschauen.
Das bringt mir wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Menschliche Überwachung, Human Oversight, das ist ja auch ein allgemein diskutierte Fragestellung, nicht nur für AI-Scoring. Die Frage, wie viel bringt das, wie sinnvoll ist das, dass sozusagen immer mal nochmal ein menschliche Kontrolle eingebaut wird, die vielleicht nochmal hinguckt. Und zuletzt auch, das klingt gut, ist irgendwie klar, aber dann, wenn man genauer hinguckt, dann doch wieder nicht so richtig durchführbar. Aufbau korrekter, robuster und sicherer Systeme. Natürlich soll das sicher sein, was korrekte Daten schon heißt, das weiß man schon nicht so richtig, nicht in jedem Datenmaterial stecken Fehler und so weiter. Naja, deswegen die ersten Fragen, die sind jetzt schon so praktisch en passant irgendwie mitgekommen. Ich sagte schon, das ist eine Top-Down-Regulierung. Das heißt, dieser Ansatz der EU mit der Kategorisierung in Unacceptable Risk und High Risk soll für alle möglichen Anwendungen, die die EU da im Kopf hat, gleich gelten. Da frage ich mich, ob man nicht möglicherweise im Finanzbereich etwas genauer zuschneiden müsste. Eine andere Frage, und das sind alles Fragen, die wir, wie gesagt, in der Diskussion uns überlegen kann, diese oder andere. Kriegen wir das hin? Was ich gerade sagte, das ist interessant und ich habe mir noch keine endgültige Meinung dazu gebildet, dieses Diskriminierungsproblem sozusagen über eine Qualitätskontrolle abzufangen oder wenigstens dazu beizutragen. Und dann auch das erkennen Sie wieder sozusagen von vorherigen Folien. Haben wir jetzt eigentlich hier diesen Trade-off zwischen Accuracy und Fairness? Haben wir vielleicht wenigstens ein bisschen davon? Und falls wir einen solchen Trade-off haben, das heißt, immerhin dies und das doch schon objektiv ist, ist gleich nicht alles trügerisch, dürfen wir den korrigieren? Sie erinnern sich wieder an mein Bild mit der Waagschale, die Bank, die Aktionäre, die Gläubiger, die Makrostabilität. Dürfen wir da jetzt eingreifen, weil wir sagen, wir finden das nicht gerecht? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Sie haben ja sozusagen im Subtext schon gehört, dass ich mich dafür aussprechen möchte, hier einzugreifen. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr als ein politisches Statement, denn man muss da sehr genau hinschauen, vor allem wie man da eingreifen kann, was da Sinn macht als Regulierung. Und deswegen finde ich es auch so spannend, wie die EU jetzt über diesen Qualitätskontrollweg gehen möchte. Und eine letzte Frage, die ich persönlich auch spannend finde, ist die Frage nach dem besten regulatorischen Design. Das habe ich gelernt in der Auseinandersetzung mit USA. Wir haben ja diesen kleinen Blick in dem Upstart-Beispiel schon gesehen, dass es da eine spezifische Behörde gibt, die genau dafür zuständig ist, für Diskriminierung im Kreditkontext. Ja, sowas haben wir nicht. Die BaFin weist es weit von sich, mit diesen Fragen sich beschäftigen zu müssen. Und Antidiskriminierungsrecht, wie Sie wissen, wird im Wesentlichen auf der Basis von Gerichtsverfahren ausgetragen. Ja, natürlich gibt es Antidiskriminierungsstelle und Ähnliches, aber sagen wir mal, was wir definitiv nicht haben, ist eine spezialisierte Behörde, die sich mit diesem Problem überhaupt auskennt. Also sollte man da vielleicht was ändern? Und zuletzt, wie sieht es mit dem sogenannten Private Enforcement aus? Also sollten wir eventuell sogar Klagemöglichkeiten schaffen? Die stecken gar nicht drin in diesem EU-Vorschlag und damit sind wir auch schon am Ende. Was können wir mitnehmen aus diesem Vortrag? Also ich denke, dieses Credit Scoring hat Potenzial. Das wird wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch zielgenauere Vorhersagen liefern können als die traditionellen Verfahren. Es entsteht damit aber die Gefahr der Perpetuierung von Diskriminierung. Das heißt, die traditionelle alte Antidiskriminierungsdogmatik, wie gesagt, damit wollte ich Sie jetzt angesichts der Zeit nicht aufhalten, steht vor großen Herausforderungen, die wir gerne in der Diskussion ansprechen können. Ist das eine direkte Diskriminierung? Wahrscheinlich nicht, selten. Ist das eine indirekte Diskriminierung? Wenn ja, wie berechnet man die eigentlich? Auf was stellen wir eigentlich ab? Und zuletzt, wie ließe die sich vielleicht rechtfertigen? Und zuletzt eben dieser EU-Rechtsrahmen, dieser produktorientierte Ansatz, wird das klappen oder wird das nicht klappen? So, damit habe ich jetzt auch schon ein bisschen überzogen. Ich stoppe hier mein Bildschirmsharing und bin sehr gespannt auf die Diskussion.